Was soll der Scheiß? Du wolltest schießen. Ich hab nur so getan, Mann. Um ihm Angst zu machen. Damit er mal sieht, wie das ist. Gott verdammt, Mann, ich hab ihn fast kalt gemacht. Ganz ruhig. Alles gut. Im Fitness. Schön ins Gesicht reinballern. Ich hab das nicht gern getan. Tja, wenigstens ist er jetzt still. Geh zurück zur Lodge, Mann. Was? Warum? Ich bewache ihn bis morgen früh. Und du sollst dabei nicht ständig auf ihn einprügeln. Das ist nicht fair. Ich wollte dich nur beschützen. Ja, tja, Job erledigt. Nimm eine Auszeit. Was soll denn er das? Verdient, er hat so eine Scheiße gemacht. Da muss man einen mal eine Fresse bekommen. Alter. Jetzt! Sehr, sehr geil. Was bisher geschah bei Until Dawn? Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein? Nein, nein, nein! Sie sind fort! Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! Enthüllung 8. 3 Stunden bis zum Morgen. Wird sie jetzt verbrannt? Die junge Dame? Nein, bleib weg! Was ist das? Benutz die! Und verschwinde schnell von hier! Sofort! Da war doch ein Zombie oder so ein Scheiß. Und er hat schon wieder geholfen. Oh shit. Oh shit. Der ist also gut, der Typ. Oh Mann. Der mit dem Flammenwerfer. Okay. Oh mein Gott. Okay, los geht's. So, wissen also, der Kollege ist nett. Er wollte ja auch beim Anfang die beiden Schwestern quasi auch helfen. Aber sie haben ja nicht die Hand genommen, oder ich hab sie nicht genommen. Was haben wir denn hier? Ein Foto. Die Loretta. Komm schon. Das kennen wir ja schon, kürzlich eingebrochen, das passt. Springen? Wirklich? Okay, runter. Aber wir sind auf jeden Fall mit der Dame hier sehr lange in dieser verfickten Mine. Was haben wir denn hier? Ein Totem? Ein Totem. Ein wunderbares Totem. Was denn sonst? Ich hab's gesehen. Glückstotem. Alles klar. Was? Hab Pizza bestellt? Ich bin gerade überlegen, ob ich das Ende mir für morgen aufbewahre oder ob wir es jetzt weitermachen hier. Chat, wollt ihr noch, dass ich durchspiele oder habt ihr mehr Bock, dass wir noch morgen noch ein Stündchen spielen hier? Was haben wir denn hier?
Okay. In Spalt okay, greifen. Hier muss es lang gehen. In den Spalt. Shit! Was ist das? Ein Viereck, fuck, 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 fuck. Zombie, 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 ekliges Viech. Rechts, rechts immer gut. Denk dran, rechts immer gut. Okay. Alter Falter. Herunter, hallo. Hallöchen, mein junger Freund. Nicht bewegen, Leute, nicht bewegen. Was? Ich habe mich nicht bewegt. Ich glaube, sie ist dran. Nein, fuck, gefailt. Ich glaube, sie ist dran. Ich glaube, sie ist dran. Ich habe zu viel gefailt. Ich glaube, sie ist dran. Sie ist schlau, ohne Witz, sie ist schlau. Obwohl sie ein Miststück ist, ist trotzdem schlau. Ja, lauf doch da hoch. Sie hat bislang die krassesten Sachen gemacht. Oh, es kommt schon. Spring herunter! Ist das Viech dahinter? Oh oh. Wo ist denn der Flammenwerfer, Mensch? Kommt doch locker da durch, das Ding. Lauf! Was ist denn jetzt? Sie hat doch gebissen. Verwandelt sie jetzt auch einen Zombie? Sie wird gebissen. YOLO, Alter, die ist voll gut. Die ist gut ohne das. Ah! Als ob die das überlebt hat. Das überlebt die? Wow. Die ist gut. Also bislang hat die am meisten durchgemacht. Oh, weiter geht's. Jetzt. Lass mich rein, lass mich rein! Lass sie rein, schnell! Mach die Tür zu, oh mein Gott, mach die Tür zu! Geht es dir gut? Ich dachte, ich schaffe es nicht. Du hast wie am Spieß gebrüllt. Du siehst echt fertig aus. Etwas. Matt, los, setz dich da. Da draußen ist was. Habt ihr euch getrennt? Ein Monster, ein Warte. Monster! Wovon redest du da? Ich sagte, da draußen ist oh, was. Was? Ganz ruhig. Es war Josh. Das war alles nein, Josh. Nein, 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 nein. Hört mir zu. Wir haben ihn schon. Er kann dir nichts tun. Nein, es hat mich gejagt und es war kein Mensch. Moment. Wo ist Matt? Warte, wo ist Matt? Ist er okay? Ich verliere kein Wort über das fiese Scheiß-Arschloch. Wow. Der Feigling, er hat mich einfach im Stich gelassen und... Ich hing an diesem verdammten Turm, so gut wie tot. Welcher Turm? Und ich stürzte in diesen gruseligen, schrecklichen Minenschacht und er war weg. Oh, 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 oh. Welcher Minenschacht? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Bess Kopf. Was?
Beth Kopf, er lacht. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist das dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike. Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Und dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Geh mal vor. Das ist ein Monster. Was den Kollegen draußen gefressen hat. Ah, das ist der. Okay. Ich mach die Tür auf. Bereit? Bereit? Das ist der Flammenwerfer, Boy. Los, mach endlich. Ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Ja, es sei denn, ich soll die Waffe. Das sieht man doch, dass da jemand ist. Nein, seid ihr doof oder was? Du die Tür. Da steht euch jemand, das sehe ich doch sogar von hier. Jetzt mach auf. Jetzt boots Flammenwerfer raus. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jo, Stimme des Todes. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh, ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Wovon faselt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Na, sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Sch, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als Em geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein. Ich lass nicht zu, dass ihm noch was passiert. Wie noch was? Was meinst du? Chris, nicht. Ich wollte... Wir dachten, er hätte Jess getötet. Und er hat mich aufgezogen. Ich habe ihm eine verpasst. Chris! Vielleicht hat er es verdient. Ich hole ihn jetzt. Er geht sonst drauf. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch... Geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ja, ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Okay. Darf ich jetzt den Flammenwerferboy spielen, oder was? Die
dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Also, wir haben aber hey. Schon... Komm bloß zurück. Wir haben doch schon Eichhörnchen kaputt geschossen. Ja, komm. Wir müssen uns beeilen. Ein Küsschen. Wir sehen uns dann. Danach gibt's Hot Sex im Keller. Also, da gibt's ein Gangbang. Für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Also, wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Igitt. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Na, und wie folgen sie? Also ich werde es nicht spoilern, aber ich glaube, ich weiß, wer der Indigo oder wie auch immer ist. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Habe ich nicht gefragt. Und zwar scheinbar bei dem Sturz sind bestimmt nicht beide gestorben. Und um zu überleben, hat sie dann ihre Schwester gegessen. Und wurde dann zum Indigo oder so ein Scheiß, schätze ich mal. Kann ich mir irgendwie vorstellen, gerade. Also nur dazu reine Spekulation, ne? Ganz still stehst, wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja, ich würde... So diese komische Viecher eben. Weiß ich, wie das hieß. Wie ist denn das jetzt? Zum... Wendigo, Alter. Wendigo, Indigo, alles Scheiße. Was ist denn ein Wendigo? Oh nein! Verdammt, was soll das? Wendigo, okay. Er ist weg! Wir sind zu spät! Still! Wir müssen weg. Sofort! Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen! Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper Stück für Stück. Lecker! Aber lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Sieht lecker aus. Ja, lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Hat's vollgebracht, dahin zu gehen, wenn man sich eh verpisst, oder? Wieder? Halt! Nicht fliegen. Ganz leise. Los! Großer Gott, was ist das? Zurück! Gott verdammt! Wir sind zu leichte Ziele. Wir müssen weg hier! Oh Gott! Das war's, wa? Mit dem? My friend? Oh! Komm weg! Tschüssi! Oh, Scheiße! What the fuck? Fick dich! Scheiße! Oh!
Da war Feuer! Fuck! Jetzt bin ich tot. Tschüss! Einer weniger. Chris! Der Kopf wird einfach vorgeworfen. Ash. Nein! Sehr gut. Oh mein... Ach du Scheiße. Oh mein... Oh. Bist du okay? Voll fies von dem, aber cool. Aha. Ich habe überlegt, schieße ich jetzt aus Feuer oder schieße ich auf ihn? Das war die Fehlentscheidung. Egal, hat zu lange gedauert, deswegen. Hey, bleib bei mir. Warum sind die nicht im Keller? Entschuldigung. Das war der Twist. Ich wusste nicht, was abgeht. Rechts oder links. Ich glaube, Feuer wäre besser gewesen. Da hat sie zwei Kollegen geholt. Oh, er lebt scheinbar noch da. Der. Mike, Ash, oh Gott sei Dank. Ash, was ist los? Sieht schlecht aus oben. Was? Sieht schlecht aus da oben. Mike, wo ist Chris? Oh nein. Oh Gott, Ash. Er wollte... Er war draußen und... Es tut mir so leid, Ashley. Was ist mit dem Alten? Keine Spur von ihm, ich glaube. Den hat's auch erwischt. Oh Gott. Okay, sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Die hat doch warten. Gefunkt, die muss doch wissen, dass die kommen. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll, toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike, es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Kamasutra? Ne. Was? Scheiß drauf. Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Wie dumm. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist es? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat rausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Hä? Was ist das? Ash. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es hat mich gebissen. Nein, gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts, ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh, ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat... Ich weiß, was ich jetzt denkt und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily... Wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst oder nicht, das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Mike. Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn. Emily. Du kannst nicht bleiben! Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür.
Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da in Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Wow, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, M. Bitte. Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nein. Nicht für uns. Nicht, tu das nicht! Es tut mir so leid. Oh, falsche Taste. Knall ich sie ab? Knall ich sie ab oder knall ich sie nicht ab? Ich weiß es gar nicht. Tot oder nicht? Ich hab Bock auf Gehirne, deswegen knallen sie ab, oder? Doch, würde ich sagen. Ich glaube. Aber sie hat so viel durchgemacht. Sie hat am meisten durchgemacht von allen. Und normalerweise verdient sie es am meisten. Sie verdient es am meisten zu überleben, weil sie so viel durchgemacht hat. Deswegen lasse ich sie am Leben. Soll dann alle mitnehmen. Ist mir egal. Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Jetzt nimmt sie die Waffe und wird zum Rambo oder was? Die sieht so komisch. Was macht die jetzt? Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Der Kerl ist ja richtig besessen. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, auf dem Berg in heftigen Winterstürmen, wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt er Wendigo-Geistbesitz von ihm zu ergreifen, sodass der stärkere Mensch nicht will. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar ein Gefährte. Ich wurde von vielen selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verändern sich die Zähne wie Reißzähne. Die Kreatur wächst. Und die Haut spannt sich über den Knochen. Aber. Sie werden schärfer als auch die Dunkel, die Wendigos, die Bewegung. Hier steht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Okay. Alter Schwede. Laut den Legenden der Kree oder wie auch entstehen Wendigos durch einen Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Ah. Okay. Oh. Oh.
Das heißt, sie verwandelt sich nicht. Nein. Was ist denn? Was steht da? Hier steht, dass der Biss... Wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. Sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Da steht was? Da steht was? Buah, alle töten. Nichts? Mike hat mich fast erschossen. Nennt ihr er das hat nicht? Geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair. Sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren würde. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Tut mir leid. Tut mir so leid. Scheiße. Lass M rein. Du hast ein Trophäe erhalten. Shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Jetzt gehen alle raus. Wie dumm sind die? Und die Waffe, lassen die Waffe liegen? Das Logik. Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Nur ein Taschentuch. Oh, weggeflogen. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Aber natürlich hast du das. Sie waren deine Freunde, du hast sie getäuscht, sie belogen und sie durch eine Nacht des nackten Grauens gejagt. Nur ein Spiel? Ich hoffe sehr für dich, Joshua, dass du Erlösung findest. Sehr gut, was sind wir jetzt? 9? 7? Ne, 8? 9? Sind wir schon bei 9? Mike, Ash, oh Gott sei Dank. Ash, was ist los? Sieht schlecht aus oben. Ash! Ash! Nein! Oh, es tut mir so leid, Ashley. Was ist mit dem Alten? Keine Spur von ihm, ich glaube. Halt! Nicht fliegen! Sag Gott, was ist das? Ja. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M. Mike, bitte. Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. 9. Karma. 2 Stunden bis morgen. Bis zum Morgen. Bis zum Morgengrauen. Okay. Jetzt geht er los ohne Bewaffnung. Ja, läuft bei ihm auf jeden Fall. Er ist halt im Nicht-Pussy-Modus.
Ich würde sagen, ich glaube, es ist eine gute Stelle, oder? Zum erstmal beenden für heute.